Wenn ich hier so aus dem Fenster gucke, dann sehe ich, dass es schneit. Ich weiß, dass es kalt draußen ist. Ich weiß, dass ich am besten noch eine warme Jacke anziehe, wenn ich rausgehe, weil jetzt eben Winter ist. Das weiß ich nicht erst seit heute, das weiß ich jedes Jahr, weil jedes Jahr der Winter wiederkommt. Und genau so verhält sich das auch ein bisschen an der Börse. Nur, dass es nicht jedes Jahr passiert, sondern alle paar Jahre, dass es nach dem Aufschwung auch mal wieder einen Abschwung gibt und wir wieder einen Bärenmarkt sehen. Da sind wir jetzt mittendrin und genauso wie es jetzt im Winter ist, dass man gegen die Kälte was machen kann, indem man sich mehrere Schichten anzieht, kann man ein bisschen auch was an der Börse im Bärenmarkt machen. Und was das genau ist, welche drei Sachen ich gerade gemacht habe, gerade letzte Woche, um mich so ein bisschen abzusichern und wie sonst mein Depot so aussieht, jedenfalls im November, schauen wir uns jetzt mal genauer an und damit auch erstmal hallo alle zusammen, mein Name ist Kevin O'Neill und warum ich gemacht habe, was ich gemacht habe, schauen wir uns am besten da drüben mal an. Und dafür habe ich mal den S&P 500 hier vorbereitet, der uns auch ganz gut zeigt, wo denn die Reise hingeht. Und hier sehen wir auch so ein paar Linien eingezeichnet. Also einmal befinden wir uns seit Anfang des Jahres in einem Bärenmarkt und wir bewegen uns in diesem Kanal eigentlich so ein bisschen fort. Jetzt sind wir da wieder abgeprallt. Das war letzte Woche jedenfalls und da gab es so ein paar negative Indikatoren. Einmal hat Jerome Powell gesprochen, der Notenbankchef der USA. Und am Freitag gab es noch die Arbeitsmarktdaten in den USA und die sind wieder mal positiv ausgefallen. Das ist schlecht für den Markt, weil das bedeutet, dass Jerome Powell, also die Notenbank, weiterhin Zinserhöhungen ausführen muss, weil die nicht so ganz wirken, wie die sich das jedenfalls vorgestellt haben. Und deswegen sind wir hier wieder abgeprallt. Und was ihr hier auch noch seht, sind zwei blaue Linien, also einmal die und einmal die. Die habe ich Mitte des Jahres schon eingezeichnet, das wisst ihr wahrscheinlich auch noch. Und jedenfalls zeigen die, wie lang durchschnittlich ein Bärenmarkt geht, in dem wir uns ja gerade befinden. Denn ein Bärenmarkt geht durchschnittlich knapp über ein Jahr und da verliert er knapp 37%. Und diese beiden Linien, die treffen sich eben circa hier bei 3000 Punkten am 24.01.2023. Da ist durchschnittlich gesehen der Tiefpunkt erreicht, da sind wir noch ein bisschen weit davon entfernt. Und ich sage ja auch schon öfter, dass wir vermutlich diese 3400 Punkte, also die Hochs von vor Corona, noch sehen werden. Deswegen ist meine Vermutung, dass wir irgendwo zwischen diesen Bereichen nochmal landen werden. Und weil wir hier oben an der Bärenmarktlinie abgeprallt sind und das wirklich Charttechnik war, wie es im Buche steht, habe ich mich dazu entschieden, drei Sachen zu machen, die auf einen eher negativen Trend hindeuten und man nicht unbedingt machen würde, wenn man jetzt nur passiv investiert. Das eine ist, ich habe meinen Sparplan verschoben. Jedenfalls einen Sparplan. Den Hauptsparplan von mir, wo ich 1000 Euro jeden Monat investiere, nämlich in einen Welt-ETF, in den Vanguard FTSE All-World ETF. Das geht bei Trade Republic eigentlich auch ziemlich einfach. Ein paar Tage vor der Ausführung ändert ihr den Sparplan einfach in mitmonatlich, also Mitte des Monats. Und genau nach der eigentlichen Sparplanausführung macht ihr wieder Anfang des Monats, so wie es denn eigentlich vielleicht sein soll. Und das habe ich gemacht, weil er sonst ausgeführt hätte, hier oben an diesem absoluten Hochpunkt. Und da haben wir jetzt schon einen niedrigeren Punkt. Und ich gehe ja, wie gesagt, von etwas niedrigen Kursen noch aus. Dann, und das ist jetzt vielleicht der größte Schock, habe ich meinen MSCI World ETF verkauft. Das habe ich aber auch schon angedeutet, weil ich eben komplett umschichte den Haupt-ETF MSCI World in einen anderen Haupt-ETF, nämlich den FTSE All World ETF. Das an sich ist ja gar nicht schlimm. Das hätte man aber auch direkt machen können. Aber weil ich so ein bisschen Market-Timing hier betreibe, habe ich eben an einem Hochpunkt verkauft und warte jetzt nochmal den besten Zeitpunkt ab, also den vermutlich besten Zeitpunkt, wie ich es eben denke, und das wird vermutlich in einem Monat sein, wo ich dieses Geld nehme und in den FTSE All World ETF umschichte. Da warte ich aber noch ein bisschen ab. Und als drittes habe ich noch eine kleine erste Short-Position aufgebaut und die können wir uns direkt mal gerne angucken. Das habe ich am 2.12. gemacht und die hat sich am Anfang noch nicht so gut entwickelt, jetzt aber schon ein bisschen besser und da habe ich einen Dreierhebel drauf. Was das alles bedeutet, das will ich nochmal in einem separaten Video machen, jedenfalls was die Short-Position angeht, weil das doch ein bisschen komplizierter ist und ich da ein bisschen mehr drüber sprechen möchte. Aber ich wollte euch das aus Transparenzgründen jetzt schon mal zeigen und ich habe das jedenfalls gemacht, nicht genau am Tag des Abprallers bei der Bärenmarktlinie, sondern ein paar Tage später, nämlich am Freitag, als die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden, weil ich unbedingt auf die Arbeitsmarktdaten noch warten wollte und sehen wollte, wo der Trend sich hinbewegt. Deswegen wollte ich da auf Nummer sicher gehen und das hat sich bis
jetzt jedenfalls gelohnt. Am Anfang war ich deswegen noch 50 Euro im Verlust und aktuell stehe ich aber damit 4,8% vorne und das macht dann einen Gewinn aktuell jedenfalls von 50 Euro. Da gucke ich mal, wo die Reise hingeht, aber das erstmal zu dieser etwas negativen Einstellung, jedenfalls was die nächsten 3-4 Wochen ungefähr angeht. Und dann kommen wir jetzt auch direkt mal zu meinen Käufen und da ist auch einiges passiert im November. Und zwar am 9.11. habe ich ordentlich Disney aufgestockt mit 20 Aktien zu einem Superpreis von 89,20 Euro. Und da habe ich dieses Jahr auch schon zwei Neukäufe getätigt. Und zwar war das Mitte des Jahres am 14.06., wie ihr hier seht, zu einem Kurs von 90,37 Euro. Und da ging es dann auch erstmal wieder hoch mit der Aktie auf knapp 115 Euro sogar. Dann ging es nochmal runter und jetzt habe ich eben nochmal aufgestockt zu einem Preis von 89,20 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt Disney nochmal auf 80 bis 85 Euro fallen würde, dann würde ich direkt nochmal zuschlagen, weil ich Disney einfach als einer meiner wichtigsten Positionen in meinem Depot aufbauen möchte und da auch weiterhin ganz, ganz viel Potenzial sehe. Das war allerdings nicht mein einziger Kauf neben den Sparplänen, die ausgeführt haben, denn ich habe noch einen Neukauf getätigt und zwar Palo Alto Networks. Das ist ein Cybersecurity-Unternehmen und die hatte ich auch schon mal bei den Aktienvorstellungen dabei und da habe ich endlich mal einen guten Kurs erwischt. Wichtig zu wissen ist jedenfalls, ich wollte maximal 1000 Euro langfristig erstmal in dieses Unternehmen investieren, um mal zu sehen, wo langfristig gesehen der Kurs so hingeht. Deswegen konnte ich mir 6 Aktien leisten zu einem Kurs von 154,94 Euro. Habe mir aber selber vorher schon als Ziel auch gesetzt, wenn der Kurs nochmal fällt, kaufe ich auf jeden Fall nach, um einen besseren Einstiegspreis zu haben. Und das ist dann auch passiert und das war wirklich gut, denn da hat es genau die Widerstandslinie getroffen und deswegen, weil es diese Linie getroffen hat, habe ich direkt nochmal 7 Aktien gekauft, die weiterhin unter 1000 Euro waren, zu einem Kurs von 141,60 Euro, mit dem Hintergedanken aber, dass ich meine erste Charge wieder verkaufe, um eben bei diesen 1000 Euro zu bleiben. Und dann ist der Kurs auch ziemlich schnell angestiegen und ich wollte unbedingt vor den Quartalzahlen verkaufen, weil mir das einfach zu heikel war. Wir haben gesehen bei den letzten Quartalzahlen, wie schnell es mal 20-30% hoch oder runter geht, selbst bei Aktien wie Meta oder Amazon. Deswegen wollte ich das Risiko nicht eingehen und habe deswegen bei 157,54 verkauft. Auch wenn der Kurs jetzt weiter hochgegangen ist, ist das natürlich gut für meine Position und fühle mich eigentlich ziemlich wohl mit dieser Entscheidung. Deswegen kommen wir auch direkt mal weiter zu meinen weiteren Verkäufen und auch da ist natürlich ein bisschen was passiert. Ich habe euch ja letzten Monat schon gesagt, dass ich Kering gekauft habe als Swing Trade. Das war ein gutes Unternehmen und ist es auch wirklich immer noch, was meiner Meinung nach nicht ganz so gut ist wie Louis Vuitton Moët Hennessy, aber fast ebenbürtig ist und das zu einem deutlich günstigeren Kurs angeboten wurde. Von der Bewertung des Unternehmens war es eigentlich viel zu günstig und deswegen habe ich da mal zugeschlagen, hatte ja knapp 1000 Euro investiert und dann habe ich zu einem Kurs gekauft von 463 Euro, jedenfalls 3 Aktien und habe dann verkauft zu einem Kurs von 529,50 Euro. Da habe ich einen realisierten Gewinn gemacht von 199,50 Euro. Auch das ist wirklich gut ausgegangen und ich habe zu dem Kurs verkauft, weil der Kurs ziemlich schnell angestiegen ist und dann habe ich auch hier einen Stop-Loss gemacht und der war eingestellt auf 530 Euro und ausgelöst hat er dann eben bei 529,50 Euro. Danach ging es erstmal noch deutlich höher mit der Aktie, aber das kann man vorher immer nicht wissen, ist auch völlig in Ordnung und jetzt steht der Kurs übrigens sogar niedriger bei 523,80 Euro. Ich habe also zu einem höheren Kurs verkauft und auch damit fühle ich mich auf jeden Fall sehr wohl. Dann habe ich noch ein weiteres Unternehmen komplett verkauft. Das habe ich auch vorher schon mal angekündigt eigentlich und zwar Infineon. Das ist ein Chiphersteller hier aus Deutschland und das ist wirklich ein richtig gutes Unternehmen. Und die Leute, die da noch investiert sind, die können da bestimmt investiert bleiben. Da muss man sich nicht schlecht fühlen. Warum ich die verkauft habe, ist einfach der Grund, weil ich ja schon mal gesagt habe, ich habe zu viele deutsche Unternehmen in meinem Depot. Die machen knapp 11-12% aus und das ist mir persönlich zu viel Gewichtung auf die deutsche Industrie, deswegen wollte ich mich davon ein bisschen lösen und da ich allgemein viele Chip-Hersteller schon in meinem Depot habe, wie nämlich Intel, Nvidia und Taiwan Semiconductor und persönlich auch der Überzeugung bin, dass bei den drei Unternehmen mehr Wachstum möglich ist in nächster Zeit oder in den nächsten Jahrzehnten sogar, habe ich mich dazu entschieden, Infineon zu verkaufen und den ersten Kauf, den hatte ich noch gemacht am 9.04.2021, habe knapp 1000 Euro investiert und jetzt jedenfalls gab es so
einen Anstieg, den ich eben ausnutzen wollte und habe dann verkauft zu einem Kurs von 31,50 Euro. Habe leider hier einen Verlust eingefahren von 117,30 Euro und aktuell steht der Kurs bei 31,07 Euro, also knapp unter meinem Verkauf am 17.11. Und auch das ist nicht mein letzter Verkauf gewesen des Monats. Jetzt kommt nämlich der Hauptverkauf und zwar der Core MSCI World am 24.11. Hier sehen wir auch mal, wie langweilig ich da investiert habe, einfach jeden Monat in den Sparplan investiert. Und da sieht man aber auch, dass auch das eine positive Rendite ergibt. Hier hatte ich dann eben 116 Aktien und die habe ich zu einem ziemlich guten Zeitpunkt verkauft, eben in der Nähe dieser Bärenmarktlinie, zu einem Kurs von 73,35 Euro. Dann ging es kurzfristig auch erstmal ordentlich nach unten durch die Rede von Jerome Powell, die komischerweise aber sehr, sehr positiv wahrgenommen wurde, ging es dann aber nochmal schlagartig rauf auf 73,60. Also ich habe nicht genau im Hoch jedenfalls in diesem Monat verkauft, aber trotzdem bin ich damit noch recht zufrieden und aktuell steht der Kurs eben bei 71,07 Euro. Damit habe ich eine Rendite erzielt von knapp 7%. Das ist das, was man durchschnittlich nach einem Jahr erzielt. Ich habe das jetzt jedenfalls nach 2 Jahren erzielt. Allerdings auch in einem schlechten Monat und da habe ich 560 Euro plus gemacht mit diesem ETF. Und ich kaufe mit diesem Cash jetzt nicht direkt den FTSE All World ETF, wo ich ja mein ETF-Geld reinstecken möchte, sondern warte eben ab, bis wahrscheinlich Mitte, Ende nächsten Monat, wenn wir eben in dieser niedrigen Phase sind, in diesem Abwärtstrend und dann wird volle Pulle investiert und das wird vermutlich, hoffe ich jedenfalls, ein guter Zeitpunkt sein. Soweit war es das zu meinen Käufen und Verkäufen und wir gucken uns natürlich auch mal die Top- und Flop-Mover des Monats an und da ist auch ein bisschen was passiert. Also einmal gab es so ein bisschen die Gespräche zur Lockerung in China und das wirkt sich natürlich auch direkt auf die Aktien aus, weil die extrem günstig bewertet sind. Allerdings mit dem China-Risiko, das darf man auch nicht so unterschätzen. Und deswegen ging Alibaba im Monat November auch 21% nach oben, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Just Eat Takeaway 22,2% nach oben. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich die wirklich langfristig behalte. Es könnte also auch mal ein Kandidat sein, den ich verkaufe, sobald es nochmal richtig gut um die steht. Dann Taiwan Semiconductor 26,8% und das lag hauptsächlich an der Verkündung, dass Warren Buffett mit Berkshire Hathaway ganze 4 Milliarden Dollar investiert hat in das Unternehmen und das sorgt natürlich am Markt auch ein bisschen für Sicherheit für dieses Unternehmen, was mit die günstigst bewertetste von den großen Chip-Hersteller Firmen ist, neben Intel, Nvidia, AMD und so weiter. Wir dürfen immer nicht vergessen, wenn so eine Ankündigung ist, dann gibt es auf einmal einen riesen Ausschlag nach oben. Da muss man ein bisschen den Ball flach halten, ein paar Tage warten. Jetzt hat sich das wieder ein bisschen erholt und vielleicht so bei 75, 74 Euro würde ich wahrscheinlich nochmal nachlegen bei der Aktie. Dann ging es für Siemens Energy noch ein bisschen nach oben, 32,8%. Also was heißt ein bisschen, das ist sogar richtig, richtig viel. Und genauso viel oder noch mehr ging es mit Ping An Insurance hoch und zwar 37,5%, ein Versicherungsunternehmen aus China. Damit bin ich auch ganz zufrieden in meinem Depot und die behalte ich auf jeden Fall auch langfristig. Dann kommen wir jetzt auch zu den Flop-Movern und wir sehen hier schon bei den Prozenten, auch bei den Top-Movern übrigens, dass es kein langweiliger Monat war, weil es ging wirklich für viele Aktien über 10% nach oben und nach unten. Genauso eben wie Take-Two. 11,9% ging es da nach unten und das sind wahrscheinlich auch so ein bisschen die Rezessionssorgen und dass die Leute weniger Videospiele kaufen. Sehe ich aber gar nicht so negativ, weil sobald es mal wieder große Ankündigungen gibt wie GTA 6, da wird die Aktie auf jeden Fall ziemlich abgehen und darauf warte ich eigentlich nur. Und wenn es jetzt nochmal einen größeren Rücksetzer geben sollte, kaufe ich auf jeden Fall Take-Two nach. Dann kommen wir zu Warner Brothers, da ging es 19,8% runter und ist ein Streaming-Anbieter aus den USA und dazu gehören natürlich auch die Warner-Filme, wie zum Beispiel Blade Runner oder Batman. Und jedenfalls habe ich die eigentlich auch nur in meinem Depot, weil es da mal einen Spin-Off von AT&T gab, den Telekommunikationsdienstleister aus Amerika. Da habe ich eine ziemlich große Position im Depot und dann kam es eben zum Spin-Off und deswegen wurde mir Warner eingebucht. Eigentlich wollte ich die direkt verkaufen, habe aber noch ein bisschen gewartet und da habe ich zu lange gewartet und dann ging es ordentlich runter mit dem Kurs und jetzt sind die meiner Meinung nach fast schon zu günstig und zu günstig will ich keine Aktien verkaufen, sondern lieber kaufen. Nachkaufen möchte ich das Unternehmen auch nicht, deswegen behalte ich die jetzt einfach mal und verkaufe die irgendwann bei einer guten Gelegenheit, wenn es wirtschaftlich wieder besser aussieht und die Leute ordentlich Streamingdienste abonnieren. Dann ging es mit Coinbase weiter runter, kann man sich ja vorstellen. Und sowieso die ganzen Kryptoanbieter, die ordentlich verloren haben das Jahr, das hat auch Coinbase zugesetzt. Deswegen ging es da 34% runter. Ich glaube aber, dass Coinbase nicht pleite gehen wird. Deswegen behalte ich die auch. Und umso mehr Konkurrenzunternehmen pleite gehen, desto besser sieht es eben aus für Coinbase. Deswegen mache ich mir da jetzt
keine großen Sorgen, aber das ist auch keine riesige Position in meinem Depot. Dann Podimetal International, da steht jetzt hier 52,1% ging es darunter. Das ist nicht ganz richtig. Und ja, wir wissen alle, was mit russischen Unternehmen passiert ist. Die sind nicht mehr handelbar. Und das ist eigentlich schon im März, April passiert. Und das wurde jetzt erst irgendwie nachjustiert bei Parkett oder die Verlinkung stimmte vorher nicht. Und jedenfalls dieser extreme Verlust, der ist schon von vor Monaten passiert. Deswegen ist das so ein kleiner Rückläufer und stimmt nicht so ganz. Aber egal, viel wichtiger ist hier der Riesenverlust von Tattoo Chef. 68,8% ging es da innerhalb eines Monats runter. Und kleiner Spoiler, ich habe das Unternehmen auch schon verkauft. Allerdings erst im Dezember, also Anfang Dezember. Und das hat auch einen speziellen Grund, denn das kann ich jetzt auch schon mal sagen. Das ist ein Unternehmen, die machen vegane Bowls, die gefroren sind und man auftauen kann und vegane Pizzen und Tiefkühlessen jedenfalls. Und dazu muss man aber auch fairerweise sagen, die ganze Branche hat es in letzter Zeit extrem schwer. Genauso weit runter ging es auch bei Oatly und Beyond Meat. Das sind wahrscheinlich Unternehmen, mit denen ihr mehr anfangen könnt. Deswegen nimmt sich da nicht so viel. Und ich hätte jetzt auch sagen können, okay, ich behalte das Unternehmen und warte einfach darauf, bis es mit der Branche, also mit veganem Essen, wieder besser aussieht. Und mit dieser Sparte geht es bestimmt irgendwann wieder bergauf. Bei Tattoo Chef sehe ich das ein bisschen anders, weil da wirklich negative Sachen passiert sind, mit denen ich echt nicht zufrieden bin als Anleger. So hat zum Beispiel der CEO nicht einen wirklich guten Job gemacht. Die Dokumente für die Quartalszahlen wurden jetzt schon zweimal zu spät eingereicht. Das ist eigentlich eine absolute rote Flagge und sollte nicht mal einmal passieren. Jetzt ist es schon zweimal passiert. Das reicht eigentlich schon aus für so einen Verkauf, meiner Meinung nach. Dann die Quartalszahlen waren katastrophal. Statt einem erwarteten Verlust die Aktie von 10 Cent, gab es einen Verlust die Aktie von 46 Cent. Die Umsätze sind immer weiter zurückgegangen und profitabel ist das Unternehmen auch nicht. Und die hatten wirklich Cash-Reserven vor einem Jahr knapp oder von vor zwei Jahren von knapp 200 Millionen Dollar. Jetzt haben sie mal gerade noch 14 Millionen. Also die verbrennen wirklich das ganze Geld. Und jetzt musste der CEO sogar schon durch einen Privatkredit wieder 5 Millionen Dollar in das Unternehmen schieben, damit es eben, ja, ich will nicht von Pleite gehen sprechen, aber vielleicht passiert das mal. Der größte Gewinn für das Unternehmen wäre jetzt eigentlich ein Aufkauf von Unternehmen wie, keine Ahnung, von Unilever oder von Procter & Gamble oder irgendeinem anderen Unternehmen, was im Konsumgütermarkt tätig ist. Das wäre auf jeden Fall nochmal so ein Sprung wert. Aber darauf zu wetten, ist mir zu heikel. Dann kann ich das Geld auch nehmen und wirklich in bessere Unternehmen stecken und auch meine Zeit in bessere Unternehmen stecken. Wie zum Beispiel hier die Dividendenunternehmen. Und da gab es auch so einige Dividenden wieder. Und wie immer gilt natürlich, das alles sind Netto-Dividenden. Das heißt, die Steuern wurden schon abgezogen, damit ihr Bescheid wisst. Und zwar gab es von AT&T 103,78 Euro, also von denen gibt es immer richtig viel. Apple 5,12 Euro. Realty Income, mein monatlicher Zahler, 29,78 Euro. Die stocke ich aber weiterhin ein bisschen mehr auf. AppV gab 4 Euro. Die sind jetzt noch nicht so groß in meinem Depot. Omega Healthcare 59,95 Euro. Caterpillar, das wird jedes Quartal mehr und das freut mich immer mehr. Und deswegen finde ich Sparpläne bei Dividendentiteln auch so schön. 2,33 Euro. Citigroup 18,48 Euro. Und übrigens Citigroup, ich glaube wirklich, dass nächstes Jahr so das Jahr der Banken sein wird, wenn eben die ganzen Zinsen weiter steigen und die Leute eben auch mehr Geld für Zinsen zahlen müssen und davon profitieren eben auch Banken. So viel erstmal dazu. Dann auch noch Starbucks, die habe ich hier aufgestockt von vor ein oder vor zwei Monaten und jetzt macht sich das auch gleich bezahlt in der Dividende, 11,42 Euro. Ich kann also jetzt schon alle anderthalb Monate oder zweimal im Quartal mir so einen richtig schönen Ventilatte leisten. Mache ich natürlich nicht. Ich investiere das Geld direkt wieder und dann auch vom Global Clean Energy ETF gab es 6,58 Euro. Und das macht dann eine Gesamtdividende im Monat November in Höhe von 241,44 Euro. Und zum Schluss gehe ich natürlich auch auf meine Monatsperformance ein und da sehen wir schon, dass sich mein Depot im November nicht ganz so gut positiv entwickelt hat wie eben der Index MSCI World mit 7,52% oder der S&P 500 mit 5,82%, denn ich liege dahinter mit 1,72%. Das ist natürlich auch wichtig, auch wenn es nicht so gut läuft, mal zu zeigen, was denn überhaupt los ist mit meinem Depot. Und das hat übrigens diesmal so drei Gründe, würde ich mal sagen. Also einmal wisst ihr ja, dass meine größte Position wirklich mit Abstand Amazon ist. Und während der ganze Markt gestiegen ist im November, ging es mit Amazon ganze 2,5% circa runter. Und das hat natürlich mein Depot gedrückt. Trotzdem bin ich von Amazon langfristig absolut überzeugt. Deswegen mache ich mir da jetzt noch keine großen Sorgen. Der zweite Grund ist einmal mein Cash-Bestand. Meine zweitgrößte Position im Depot ist Cash, weil ich eben warte, bis wir beim Bärenmarkt
Markt noch weiter unten sind, also bei knapp 3.400 Punkten beim S&P 500, dann will ich mein gesamtes Cash eben einsetzen und ordentlich investieren. Dadurch, dass Aktien steigen und meine Cash-Position natürlich nicht steigt, ist das neutral geblieben und deswegen konnte ich von diesen Gewinnen von anderen Aktien nicht so profitieren. Und der dritte Grund, und das ist ein bisschen komplizierter, ist das Verhältnis zwischen Euro und Dollar. Es ist ja so, dass man vor einem Jahr für 1 Euro 1,20 Dollar bekommen hat. Vor ein paar Monaten war es allerdings so, dass man für 1 Euro nur noch 96 Dollar Cent bekommen hat. Es ist also deutlich runtergegangen, weil der Euro an Wert verloren hat. Und das macht sich natürlich auch bei Aktien und ETFs zum Beispiel bemerkbar. Am einfachsten zu verstehen ist es, glaube ich, an einem Beispiel wie dem Indiz S&P 500. In Amerika, wenn wir da auf den Indiz gucken, dann sehen wir, dass der Indiz so knapp 20-23% in dem Bereich gefallen ist. Bei uns, wenn wir da rein investiert hätten in einen ETF, ist er allerdings gleichzeitig nur 10-13% circa gefallen. Und das liegt eben am Verhältnis zwischen Euro-Dollar, weil wenn der Euro sinkt, dann steigen unsere Aktienkurse. Und wenn der Euro steigt, dann sinken die wieder. Und genau das passiert jetzt eben. Die letzten Wochen haben sich auch der Euro weiter erhöht vom Wert. Und deswegen sinken parallel auch ein bisschen die Aktien und auch ETFs. Und diese drei Gründe sorgen eben auch ein bisschen dafür, dass mein Depot ein bisschen schlechter aussieht. Kann man, glaube ich, alles verstehen, deswegen mache ich mir da auch gar keine Sorgen. Und auf Jahressicht sieht es auch noch ganz gut aus. Und ja, das war es eigentlich auch zu meinem Depot im Monat November. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum ich eben diese Verkäufe getätigt habe und jetzt noch ein bisschen abwarte. Witzig wäre es ja wirklich, wenn es Stichtag der 24. Januar ist, wenn wir komplett den Boden beim Bärenmarkt erreichen. Das wäre komplett auf die Wahrscheinlichkeit, ja, auf den Punkt gebracht. Ich glaube natürlich nicht, dass es passieren wird, aber ihr wisst, je näher wir diesen Tag kommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir den Boden erreicht haben. Dann sieht es auch irgendwann mal wieder besser aus mit den Kursen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die nächsten Wochen entwickeln, aber viel wird um Weihnachten rum auch nicht mehr passieren. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall natürlich weiterhin viel Erfolg beim Investieren. Schreibt doch auch gerne mal, wie ihr oder wie euer Depot so aktuell performt. Würde mich auch mal interessieren. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.